ます。Alter, war das knapp, ey! Thank you.
nicht. Dann sind wir runtergefahren. Wer? Ja? Ja, wir können nicht absichern. Alter, war das knapp, ey. Das hätte fast durch die Vario gegangen. Alter! Das hätte auch im Vario-Deckel enden können. Keine Ahnung, aber das war verdammt knapp, ey. Das wäre beinahe in den Vario-Deckel gegangen. Alter! Das war Foto. Das wäre beinahe schief gegangen. Guck das an. Jetzt direkt am Vario-Deckel vorbei. Das hätte richtig schief gehen können. Habe ich schon gemacht, aber auch. Das soll man gar nicht glauben, ne? So ein Ast, stell dir vor, der Rand geht ins Bein rein oder so. Ja. Ja, vor allem, oder der wäre in die laufende Vario reingestoßen. Seitdem ich die habe, renne ich hinterher, dass mir jemand einen gescheiten Unterfahrschutz macht. Ja, jetzt weiß ich auch warum, ey. Ja, ich habe nämlich noch keinen. Unterfahrschutz ist auch immer so eine Sache, weil erstmal ist das wieder Gewicht und zum anderen. Ja, aber ich will einen vernünftigen aus Alu haben, ne? Ja. Aber das ist schon krass, ne? Ah, boah, ich glaube, den lasse ich als Deko hängen erstmal. Sehr heftig. Aber das war direkt knapp. Oh. Krieg ich da gar nicht raus? Ja. Echt ohne Scheiß, haarscharf am Vario-Deckel vorbei. Aber ich glaube, der Vario-Deckel ist schon super verstärkt, ne? Ich weiß nicht, ob der Rüdiger wäre. Eigentlich. Eigentlich ist er verstärkt. Ja, kann natürlich auch sein, dass der am Vario-Deckel schon abgeprallt ist, zur Seite weggerutscht. Ja. Der ist ja auch unten abgebrochen, der war mal länger, glaube ich. Steckt ja wahrscheinlich rum, ich denke keiner mehr da, was ist da passiert? Ja, gut, was soll ich. Ich wusste ja auch nicht, ob es die Ware erwischt hat, ne?